Und da sind wir wieder. Nachdem wir letzte Woche keine Replays zu sehen bekommen haben, beziehungsweise ihr, da ich mir zu Ostern einfach da meine Auszeit genommen habe, haben wir dieses Wochenende gleich 4 Replays für euch. Anfangen wollen wir mit unserem Proxolox in seinem T1 Heavy. Warum fangen wir mit ihm an? Ganz einfach, wir starten ganz lockerlässig auf einer Low-Tier-Stufe, Stufe 5. Karte, ihr seht's, ich spreche es gar nicht jetzt aus, das ist jedes Mal für mich ein Zungenbrecher. Dankbares, jetzt geht's schon wieder los. Dankbares Matchmaking hier, 5er, 4er. Insofern also alles sehr passabel, machbar. Keine herausragenden, großen Herausforderungen, zumindest mal auf dem Papier. Schauen wir doch mal, wie er sich hier anstellt. Fährt jetzt da zunächst in die mehr oder weniger Standard-Kuschelecke, an diesem Stein, wer kennt das nicht. Regelmäßig sind ja dort die Heavys zu finden, die da miteinander kuscheln, hoffen, dass der Gegner einen Fehler macht. Bisher piekt zumindest von den Gegnern keiner auf der Seite. Na, da ist zwar der Lux in der Mitte, aber da, na gut, er versucht es jetzt da, ob er irgendwie einen Schuss setzen kann, aber da, dadurch, dass er da so tief in der Schlucht ist, kommt er aus dieser Position und er dann nicht dran. Aber gut, hat er selber gemerkt. Gegenüber ist jetzt auch die Mathilde aufgetaucht auf den Schienen. Da kann er sich jetzt ein bisschen noch abmühen. Der erste Schuss ging auch dann schon daneben. Der zweite Schuss etwas gezielter jetzt. Der hat dann auch tatsächlich getroffen. Sehr schön. Ja, noch ein. Wunderbar. Und dann gibt es noch einen für die Mathilde. Das war natürlich jetzt auch ganz nett, dass sie da auch so schön mehr oder weniger stehen geblieben ist. Von hinten auch noch die eigenen mitgeholfen haben. Probiert jetzt hier gerade nochmal kurz. Mensch, welche Pfosten kann ich denn kaputt fahren? Und jetzt geht's schon los. Ne? Er steht jetzt hier wirklich sehr offensiv. Ihr kennt es sicherlich, das komplette C-Reihe. Ja. Da scheppert es auch schon. Ja. Gerade wollte ich es ansprechen. Da hinten steht ja ganz oft, wo ihr gerade hinschaut, steht man ja selber mit dem TD beispielsweise. Einfach um genau auf diese Position, auf den Schienen reinwirken zu können, wenn da der Gegner reinfährt. Warum er jetzt hier so zögerlich zurückgefahren ist, ist mir jetzt schleierhaft. Ich wäre direkt nach vorne gefahren. Direkt vorne an die Ecke dran im Kuscheln, dann habe ich in dem Moment nur die beiden Leute, die da geradeaus auf der rechten Seite zielt. Wir sehen es ja auf der Minimap, im Süden ist alles mehr oder weniger sicher, da müsst ihr ja kein Kreuzfeuer vor befürchten. Insofern also immer noch eine relativ offene, riskante Position, aber ich vermute mal, selbst wenn da noch jemand auf der C-Reihe stehen würde, der ist ja völlig überfordert, auf wen er jetzt zuerst schießen soll. Da ist immer noch der 14 TP, der da Terror machen und unser Proxonox, der kann hier richtig schön an dem T14 abarbeiten, das Duncan mitnehmen. Killt den jetzt auch hier, hat den zweiten Kill schon jetzt hier mitgenommen, nebst der Mathilda. 1308 Schaden, ne? Das ist doch schon mal ein schöner Auftrag nach Mars, wenn wir mal kurz oben in die Lebenspunkte-Reihe schauen. 739 Lebenspunkte liegt das eigene Team vorne, obwohl man. Jetzt ist es wieder ausgeglichen von den Kanonen. Schöner Schlagabtausch und da geht auch schon der nächste Vorteil einher für den Gegner in dem Moment. Ja, man hat jetzt zwar weniger Panzer, aber dafür noch über 1000 HP mehr Leben als Team. Jetzt wieder hier auf den Excelsior. Erste mehr Leben, der zweite auf die Kette. Jetzt Geschütz auch noch hinüber. Hat er jetzt auch schön repariert. Perfekt. Piekt auch wieder äußerst ungünstig daraus. Er weiß ganz genau, dass er da steht. Er hat sich da vorher nicht glücklich eingezielt. Wird aber hier glücklicherweise nicht bestraft. Also Excelsior versucht sich zwar abzuarbeiten an unser Proxonox, kriegt es aber nicht hin. Ne? Wir sehen es ja hier. Abgeprallt. Da wirklich schon mal gute 300-400 HP da gespart. Also, dass der Excelsior da nicht durchkam. Gut. Ich würde sagen, Minimap lassen wir jetzt mal außen vor. Ihr seht selbst, in der Runde ist die Runde ist wirklich eigentlich schon entschieden, möchte man meinen. Wobei, ich möchte mal ein kleines bisschen spoilern. Wir haben nachher noch eine Runde von unserem Legend. Da denkt man auch erst, die Runde, die ist doch ganz locker durch. Und dann wird man doch noch alles Bessere belehrt. Jetzt kriegt der Erzähler doch noch eine ab.
Jetzt hat er nochmal die Kette gezogen. Warum er da nicht gezielter jetzt auf das erste Kettenrad vorne schießt, bleibt schleierhaft. Das kann er sich wahrscheinlich selber kaum beantworten, wenn er das jetzt hier sieht. Aber jetzt hier schön auf die Kette, genau. Ah, jetzt hat er es. Perfekt. Ihr seht es schön, da kann man das Kettenrad beschädigen, bzw. die Kette zerstören. Immer wieder und immer wieder Schaden mitnehmen. Der Excelsior, der denkt sich auch, Mensch, wäre ich doch mal an einer flacheren Stelle lang gefahren und hätte nicht so blöd an der Hügeler gepiept. Aber gut, soll nicht der Schaden unserer Boxen sein. Das wäre dann jetzt schon mal Kill Nummer 4. 2414 Schaden hat er jetzt schon auf Uhr. T5-Bereich. Also, da kann man ordentlich, das ist ordentlich wie nachgefahren jetzt in der Runde auf jeden Fall. Und da reißt sich schon Kill Nummer 5 ein. Ah, das ist ja wirklich wie Tontaubschießen hier. Da ist wirklich überall einer, auf den man tatsächlich noch schießen kann. Jetzt bewirbt sich der Lux um eine Schelle. Kriegt zumindest immer keine ab. Jetzt ist er gekettet. Das ist jetzt sein Ende. Ah, da hat er noch schön das Kettenrad noch getroffen. Ah, da hat er den Schaden noch mitgenommen. Schadenspunkte noch für, als Unterstützung mitbekommen. 2809 Schaden, ne? Da fragt man sich, was hat denn der Gegner, die eigene überhaupt noch geschossen vom Gegner? Da bleibt doch ja eigentlich ja gar nichts mehr übrig. Ne? Also ich erwarte eigentlich nach der Runde, dass es da wirklich Top-Damage ist. Also alles andere wäre jetzt eine Enttäuschung. Zahle ich 5 Euro mit Phrasenschwein, wenn es sein muss. Na, er hat sich jetzt auch hier clevererweise dazu entschieden, lieber den letzten TD zu suchen, von dem man weiß, dass er irgendwo auf dieser 1er-2er-Linie sich noch finden muss und nicht nach hinten zu fahren und die Lux zu jagen. Das wäre so eine aussichtslose Position, beziehungsweise unterfangen. Ah, da ist er. Ah, mal gucken, ob er auch noch was von abkriegt. Ah, hätte er noch einen Moment warten können, wäre eingezielt gewesen, hätte er noch mal einmal Schaden abbekommen, dann hätte er seine fast 3000 Schaden auf jeden Fall hier zusammenbekommen. Ja, nochmal schön die Panzerung anzuhören. Ach, die Panzerung. Die Tarnung sich ansehen. Ne? Mit 5 Kills darf man auch schon mal sein Äußeres hier. Ne? Die breiten Schultern darf man sich schon nochmal ansehen. Also, ich denke mal, da wird sich jetzt hier nicht mehr viel tun in dieser Runde. Die eine Leute, die jetzt auch noch campen. Warum auch nicht? Warum soll man so einen blöden Lux hinterherfahren? Ne? Man kann sowieso noch campen, dann ist die Runde auch durch. Ja. Damit, Basis erobert, nehmen wir noch schön die Einblendung mit, wie gewohnt. So, da ist schön die Siegeseinblendung. Ha, ich liebe das immer so. Was haben wir denn hier auf der Uhr? 5 Kills, 2809 Schaden, 845 abgewehrt. Da war sehr viel ja von dem Excelsior dabei. Wir hatten es ja kurz angesprochen vorhin. 763 Schaden ermöglicht. Ne? Der Löwenanteil entfiel hier auf den Wellentan, den er leider ja verfehlt hatte. Der Form halber, einmal noch rüber zur Gefechtsauswertung. So, ihr seht, ich habe Glück gehabt. Ich muss nicht 5 Euro ins Phrasenschwein werfen hier. Eindeutig Top-Damage. Müssen wir gar nicht groß analysieren oder besprechen, das Ganze hier. Einfach eine geile Runde aufs Parkett gelegt hier, wirklich mit seinem T1 Heavy. Glückwunsch zu der Runde. Für alle, die Medaillenfreunde sind. Ne? Ich zähle es nochmal kurz auf. Ja, aber die Stahlwand, High-Kaliber, also Großkaliber, war jetzt aber auch nicht unbedingt fernliegend. Und natürlich auch ein Panzerass am Ende des Ganzen. Gut, wie gesagt, Leute, das war Video 1 von 4 dieses Wochenende. Schaut euch die anderen noch an. Jetzt haben wir schön angefangen auf Tier 5. Wir arbeiten uns jetzt hoch bis Tier 10. Ja? Und ich sag mal, bis gleich.